Können weitere gesetzliche Grundlagen für Kinder- und Jugendbeteiligung helfen? Ja, es macht in der Praxis einen riesigen Unterschied, ob in den Kommunalverfassungen der Bundesländer Kinder- und Jugendbeteiligung festgeschrieben ist. In Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg und seit Sommer 2018 auch in Brandenburg müssen Kinder und Jugendliche zu kommunalen Themen, die sie betreffen, auch zwingend beteiligt werden. Das hilft Jugendlichen dabei, ihr Recht auf Beteiligung einzufordern, und es hilft Politikerinnen und Politikern dabei, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen und es auf die Tagesordnung zu setzen. Definitiv. Denn wenn es verbindliche Gesetze gibt, dann nimmt auch die Erwachsenenwelt Kinder- und Jugendbeteiligung ernster. Schließlich werden sie dann dazu angehalten, Kinder und Jugendliche überhaupt in den Prozess einzubeziehen. Aber auch hier gilt dann, dass das Gesetz nicht automatisch bedeutet, dass ab jetzt immer die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllt werden, sondern im Prinzip würde das Gesetz besagen, dass Kinder und Jugendliche am Prozess beteiligt werden müssen. Das heißt also, dass die Kinder und Jugendlichen nach ihrer Meinung gefragt werden sollen. Aber auch Beteiligung muss gelernt sein, braucht Zeit, und das gilt dann nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder und Jugendlichen, die erst lernen müssen, dass auch ihre Meinung wichtig ist und dass sie gehört werden können und dass sie auch gehört werden. Und da würden natürlich klare Gesetze helfen, Beteiligungsstrukturen in den Kommunen zu verankern, zum Beispiel an einigen Stellen einfach mehr Transparenz zu schaffen.